Weihnachten Kind, ja, das ist was. Seh noch deutlich vor mir sehen kann. Im Fernseher, da war Licht ins Dunkel. Und im Ofen ein riesen Truthahn. Meine Mutter hat mich meistens immer alles genannt und hat sie immer nix dabei gedacht. Aber sie hat es offenbar dürfen, weil sie hat mich angezogen und mir das Essen gemacht. Auf Weihnacht war sie immer der Truthahn von meinen Nachbarn in alten Kommerzett. Der ist im Sommer nur am Eid seiner Wiesen und im Dezember am Tisch bei uns steht. Die Weihnacht war Himmel und Horror. Als Kind war's für mich immer gleich, dass man sie an dem Tag auch gern haben kann. Wenn man später dann schaut ziemlich neu. Den ganzen Tag bin ich gesessen vorm Fernseher. Obwohl ich lieber draußen spülen gewesen war. Aber dreckig hab ich nie werden dürfen, weil meine Mutter eine Krankenschwester war. Und auf Weihnacht war sie immer der Truthahn von meinen Nachbarn in alten Kommerzett. Für uns und für nicht war das immer geschmoren. Für den Truthahn war es halt irgendwie blöd. Meine Mutter hat gekocht und hat gekürbelt. Mein Vater war zwider und starrt. Und um das schierche Ficht da im Ofen war mir ehrlich gesagt nicht allzu laut. Was bleibt dieser Teller voller Beiner und ein Fußball voll Geschenkspapier und recht viel bittere Erinnerung. Aber Weihnachten kann nix dafür. Und auf Weihnacht war es immer der Truthahn von meinen Nachbarn in alten Kommerzett. Für uns und für nicht war das immer geschmoren. Für den Truthahn war es halt irgendwie blöd. Ja, auf Weihnacht war es immer der Truthahn von meinen Nachbarn in alten Kommerzett. Für uns und für nicht war das immer geschworen. Für den Truthahn war es halt irgendwie blöd. Ja, für den Truthahn war es halt irgendwie blöd.